guck noch mal hier oben, dass alles fest ist. Oh. Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of... Guten Morgen alle zusammen. Was suchen Sie denn da unten? Hallo? Leni? Was ist da? Was ist da, hm? Ball oder so, hab ich gesehen. Sie hat davor gesessen und da ist mal reingestarrt. Was hast du denn für ein Hemd an? Mit Kaktusse, Kakteen? Lilanes, mit Grün. Was heißt das? Wie heißt das? Kaktusse? Kaktussen. Kaktussen! Kaktussen. Aber kannst du nicht besser eine schwarze Käppi dazu? Kannst du nicht besser den Mund halten dazu? Bist fertig? Ja. Ja, können wir ja los. So, viel Spaß heute. So, ich habe jetzt keinen Schal um. Ich hoffe, dass es jetzt heute schönes Wetter wird. Aber es sieht ja ganz gut aus. Morgen sind wir nämlich eingeladen bei Familie Nordlicht zum Grillen. Und da hoffe ich mal, dass schönes Wetter ist. Vielleicht können wir sogar draußen sitzen. Nee, das geht hier nicht mit einer Hand. Ich kann nicht unbeholfen sein. Das geht doch. Unbeholfen? Unbeholfen. Geht's noch? Du bist einfach unbeholfen. So, heute ist Freitag, Endspurt. 5 Stunden jetzt noch, Schatz. Das schaffen wir auch jetzt noch, oder? 5? 9, 10, 11, 12, 1. Ja, und dann muss ich gleich weiter. Ja. Mama, musst du noch ein bisschen arbeiten heute, nach der Arbeit. Aber für mich heißt es dann Wochenende frei. Wir hoffen, dass mein Stuhl jetzt kommt, sonst werde ich wahnsinnig. Ja. Macht wohl ankommen. Ja, der wäre ja gestern eigentlich schon angekommen. Aber der hat das sein neuer Bürostuhl. Geklemmt. Das ist aber wirklich ganz, ganz schwer. Gestern, ich habe meinen ganzen Schuh, der ist dreckig, weil ich das hochheben muss. Warum. Mal, ich verstehe den Unterschied nicht, wann das mal normal aufgeht. Sonst hätte ich das schon längst gerichtet. Nee, das und geht, wann das klemmt. Geht nie normal auf. Du musst immer, nee, sag mal ganz kurz ruhig, mit dem Fuß unten drunter drücken. Nein. Und dann geht das erst ganz leicht auf. Dann bist du wahrscheinlich diejenige, die Schulter dran ist, weil du daran rumdrückst. Das also ich kann klar. Das Tor ganz normal aufmachen. Klinke auf. Zu 90% und 10% klemmt das und dann kriegt das überhaupt nicht auf. Seitdem wir da wohnen, muss ich da mit dem Fuß drunter und das dann aufmachen. Hochdrücken ein bisschen. Naja, ist ja auch egal. Wir starten jetzt erstmal und hoffen, dass die 5 Stunden schnell vorbeigehen. So, Feierabend. Maulwurfen, was wollen wir jetzt essen? Wir haben ein Problem. Ein Problem haben wir. Wir müssen nämlich jetzt essen. Weil ich gleich noch wieder los muss. Genau. Und dann will ich schnellstmöglich wieder zu Hause sein. Und dann ist bei die Leni. Frage, was essen? Und dann kommt meine Frau mit der Idee, ich habe keinen Bock auf Döner oder was. Und dann habe ich gesagt, dann holen wir uns was vom Imbiss. Da gehe ich von einem Schnitzel oder so. Und dann sagt sie, dann können wir auch zu McDonald's. Das ist dasselbe. Bläh. Das Gleiche. Das ist nicht weder dasselbe noch das Gleiche. Das ist gar nichts. Ich mag das ja wohl mal, McDonald's, ne? Nein. McDonald's ist Dreck. Übrigens habe ich diese Woche, ob ihr es glaubt oder nicht, 1,9 Kilo abgenommen. Nur dadurch, dass ich abends nichts mehr esse und die süßen Getränke weglasse und keine Süßigkeiten mehr esse. Kann man mal sehen, was ich mir da sonst immer so reingeballert habe, ne? Naja, aber das ist jetzt ja erstmal egal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir essen. Maulwurfen, wenn wir noch länger jetzt hier sitzen, was machst du da eigentlich? Wir wollen noch mal Wochenende haben, ne? Müssen wir auch noch ein paar Teile nachher einkaufen. Mhm. Was meinst du, wie lange dauert dein Job dann noch gleich? Oh, 2 Stunden. Vielleicht auch 3.
Kommt ein bisschen drauf an. Gucken, wie viele Marienkäfer da sind. Ja, schon wieder. Warum sind die hier drin immer? Ich habe keine Ahnung, das ganze Auto ist immer voll mit Marienkäfern. Ich hatte mal damals mein altes Auto, ich glaube, das war der Fiesta, mein allererstes Auto, da hatte ich auch immer Marienkäfer dran. Vielleicht ist da irgendein Stoff drin, was die riechen oder das, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Was ja, aber die müssen hier drin doch schlüpfen. Der Wagen ist ja zu. Du bist auch so ein Schlüpfer. Ich weiß nicht, wo die immer herkommen. Du bist auch so ein Schlüpfer. Ah, nee, du bist eine Kaktusse. Okay. Oh, was bist du schlau. Jetzt sitzen wir hier auf dem Parkplatz. Wir müssen jetzt den zusehen, Manuel. Bitte. Mach das olle Spiel da jetzt im Aus. Halt den Mund. Dulli aus dem Bulli. Mach das Spiel jetzt aus. Jetzt habe ich wegen dir verloren. Jetzt habe ich wieder 5 Euro weniger. Jetzt, ja, und deine Freundin. Ich hatte schon keine 5 Euro und jetzt habe ich noch 5 Euro die Schulden. Jetzt kommt deine Freundin nicht. Nein, die kriegt wieder Geld. Weil ich verloren habe und du bist schuld. Wie viel kriegt die dann wieder? 25 Euro. Du arbeitest ja nur für die. Nein, das glaubt man auch nur. Das ist aber nicht so. Du lässt dich verarschen. Nein, das ist doch nicht so. Du lässt dich verarschen von ihr. So. Du schnallst das nur nicht. Ich schnall, dass du gleich was an. Ich schnall, dass du gleich an Ohren kriegst, weil ich habe noch nichts gegessen. Ich bin knatschig. Ja, ich sag das eigentlich immer. Ja. Ich zitter schon. Ich zitter schon und schwindelig und Kopfschmerzen. Nee, ist so schlimm ist es noch nicht. Ich muss sagen, in den letzten 2 Wochen, wo ich das mache mit der Diät so streng, dass sich mein Magen, glaube ich, verkleinert hat. Ich habe gar nicht mehr so doll Hunger. Ich habe ein kleines Stückchen Brot heute Morgen gegessen. Fahr doch jetzt einfach erstmal los. Oder? Und dann? Ja, wir müssen erstmal gucken, wo wir jetzt hingehen. Hallo, meine Süße. Hast du geschlafen? Ich muss noch einmal kurz los schnell Essen abholen, ja? Und dann bin ich wieder da. Man muss jetzt nicht beleidigt sein, ne? Leni, nicht so eingebildet weglaufen, ne? Das habe ich dir noch beigebracht, dass du nicht so eingebildet sein sollst, ne? Genau, hier im Herkommen. Oh. Wolltest du vorne auch noch einmal saugen, wollte ich gerade sagen. Habe ich gerade. Rasenmäher. Wie? Und hier an der Seite? Habe ich gerade. Wieso sieht das denn da noch so komisch aus? Wo? Da an der Seite. Das ist ja noch überall was. Da kommt so ein Rasenmäher. So, ich gehe jetzt los, hol Essen. Ja. Haben Sie den Stuhl jetzt hinten abgestellt? Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Hast du dich schon so draufgesetzt, schon mal Probe? Nee. Ja, dann lass uns erstmal essen jetzt, komm. Ja. War ein Schock, ich bin gerade mit dem Bulli stehen geblieben. Auf einmal leuchtete Batterie auf, Öl. Ja, sind abgetroffen. Batterie und Öl geht am Nein. Wagen aus. Nein, der ist einfach ausgegangen, mitten in der Fahrt. Ich bin abgebogen und der ist stehen geblieben. Ja, abbiegen. Das ist im dritten Gang gewesen, statt im ersten. Abgetroffen. Nee. 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 Also im dritten, im ersten war ich auch schon ein paar Mal. Wenn Batterie und Öl angeht, dann ist er aus. Sieht ja gut aus. Aber jetzt muss ich erstmal essen. Baby Leni, wieso versteckt sie sich denn? Nee, sie versteckt sich nicht, sie spielt. Hey, wo spielt sie denn? Weil sie immer wieder angerannt kommt und an den Karton rumkaut und dann muss ich sie immer wieder wegscheuchen, weil sie beißt da jedes Mal rein. Dann guckt sie mich dabei an und dann muss ich sagen, ey, und dann versteckt sich der wieder. Du, kriegst du den so überhaupt die Treppe hoch oder hättest du den oben aufbauen müssen? Okay, gut, wir essen erstmal. Geht doch nichts über so einen Imbiss-Hamburger, oder? Schön mit Röstzwiebeln, Hamburger-Soße. Läuft. Fräulein, was machst du da? Was ist denn mit der Schraube, die sie da hatte? Das ist keine Schraube, das ist die Nuss von meiner Knarre. Ach so. Die ist unter dem Plastik, jetzt will sie das Plastik wegkommen, damit sie da wieder rankommt. Und? Kann man das Hemd noch ein bisschen weiter zumachen eigentlich? Nein. Das sieht etwas zuhältermäßig aus. Das ist mir egal. Ja? Mhm. Ist das jetzt gut mit dem Stuhl? Zeig mal. Muss ich ein paar Tage da sitzen, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber... Nee, das sieht echt ein bisschen komisch aus hier. Das ist so und das gehört sich so. Ja? Ja. Wann musst du los? Jetzt gleich. Ich muss gleich meinen Kram zusammenpacken.
So, sieht das gute Stück aus, was das da unten für eine Funktion hat. Ich denke mal, dass man die Füße da draufstellen kann. Nee, du kannst die auch ganz zurückklappen, in Liegeposition. Ach, aber darum. Dann kannst du das doch rausklappen, aber das braucht kein Mensch. Dann zeig das doch, Emanuel. Ich muss doch jetzt hier filmen. So. Ach so. So. Ach so, dann kannst du hinten, dass du praktisch liegen kannst. Genau. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob der dir gefällt. Das kann man ja meistens erst nach 2-3 Tagen sagen, ne? Ja. Musst du erst mal die Abende drauf sitzen. Ja gut, gibt's glaube ich auch bei Amazon, ne? Für alle, die das interessiert, verlinken wir euch den Stuhl. Hast du den überhaupt von Amazon? Habe ich bei Amazon bestellt, ja. Genau, wir hatten erst einen anderen, wollte er sich erst holen, aber der war zu teuer, obwohl dieser auch schon richtig teuer ist, ne? Ach, richtig, der ist nicht richtig teuer. Ja, ein richtig guter Stuhl kostet 1000 Euro. Ja, und der kostet jetzt knapp über, ich glaube, mit Steuer 240. Ja, aber einen guten Stuhl braucht man, wenn man immer lange vorm PC sitzt, ne? Ey, hör auf meine Schrauben. Was willst du mit meiner Schraube? Bringst du die Uhr wieder? Nö, natürlich nicht. Sie geht in den Tunnel. Lini? Sie haben hier schon alles geklaut. Sie haben mir die Nüsse geklaut, sie haben die Schrauben geklaut. Wo? Oh. Okay, brauchst du die noch? Die ist nämlich jetzt unterm Sofa. Oh, ich laufe hier mit Hose auf schon rum. Das war jetzt mal richtig lecker, nach so einer langen Zeit mal wieder einen richtig geilen Hamburger zu essen. Das kann man gar nicht vergleichen mit den Hamburgern von McDonald's oder Burger King. So ein richtig. Du bist jetzt lieber still. So ein richtig. Ich sag doch, dass der vom Imbiss besser ist. Mit Röstzwiebeln und Hamburger Soße. Mhm. Ja. Also, den Stuhl verlinken wir euch in der Infobox. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr da mal vorbeigucken. Soll ich dir helfen? Wolltest du den jetzt schon nach oben oder willst du ihn nachher? Dann bring ihn erst in mein Büro, dann kann ich hier aufräumen. Ja, aber der Karton kann weg, oder? Ja. Okay. Also falls ich mich hier irgendwo spiegel, in dem Fernseher oder in dem Kühlschrank, ich laufe hier mit Hose auf rum. Nicht wundern. Was für ein Chaos. Aber ich glaube, ich fange jetzt erstmal mit der Wäsche an, damit die schon mal läuft. Und dann mache ich hier weiter. Dann Schlafzimmer, dann Spülmaschine ausräumen, Spülmaschine wieder einräumen. Ja, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal Wäsche. Erstmal sortieren. Der Haushalt ist gemacht. Ich habe jetzt soweit alles aufgeräumt wieder. Ich habe hier wieder einen Grundschliff drin. Gleich noch einmal eine Ladung Wäsche aufhängen und nochmal wieder Wäsche rein. Aber ansonsten habe ich das hier eigentlich alles wieder schön. Nur der Stuhl steht da jetzt noch. Aber den bringen wir nachher zusammen nach oben, wenn Manuel wieder da ist. Und jetzt wollte ich noch ganz gerne eben dieses Geschenk für morgen einpacken. Wir gehen ja morgen auf den Geburtstag. Das habe ich noch schnell bei Action besorgt gestern. Und zwar einmal dieses Körbchen hier. Dann habe ich da zweimal so eine Duftkerze drin, Vanille. Dann einmal diesen Trinkbecher. Ja, mit einem Strohhalm aus Holz. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Aber hier sind nochmal so Ersatzstrohhalme und noch so ein Teil, wo man das mit sauber machen kann. Und dann habe ich hier so einen Raumduft. Da bin ich sehr gespannt, aber das werde ich ja dann morgen erfahren, ob der gut riecht. Weil die hatten da keine Probe und man konnte auch das Paket nicht aufmachen. Das ist oben zugeschweißt. Aber weil die Verpackung so schön aussah, dachte ich, gut, eigentlich muss das ja gut riechen. Ich bin gespannt und einen Gutschein über 20 Euro. Ja, das werde ich jetzt einpacken. Ich habe das Geschenkpapier hier noch mitgenommen. Ich dachte, das passt da eigentlich ganz gut zu, farblich. Ja, Folie. Und dann mache ich das jetzt eben. So, da kann ich auch einen Haken hintermachen. Das ist auch schon mal fertig eingepackt. Ich finde, das sieht ganz niedlich aus mit diesem Band. Mal eine andere Farbe, ne? Und was machen Sie da? Sag mal, was machst du da? Hm? Sie hat gerade geschlafen und dann hat sie das gehört, dass ich hier am Einpacken bin. Kommt sie natürlich angerannt, ne? Das bringen wir jetzt mal schnell in Sicherheit, würde ich sagen. Genau. Oh, was war das? Ich habe ja noch ein Geschenk, das muss ich ja auch noch einpacken. Einmal Bündchen-Tee und einmal Parfüm.
Das machen wir dann jetzt auch noch gleich. Dann haben wir das auch schon fertig. So, das ist auch erledigt. Willst du das nochmal eben kontrollieren, Leni, ob das auch alles in Ordnung ist? Guck nochmal hier oben, dass alles fest ist. Oh. Ja, es ist fest. Ey! Jetzt ist gut, ne? So, wer hatte recht? Schweig lieber. Der Stuhl passt nicht die Treppe hoch. Und ich habe gleich gesagt, bau das Ding oben zusammen. Ich verstehe sowieso nicht, warum du das unten zusammengebaut hast. Wir haben uns hier gerade einen abgequält, das hätte man eigentlich filmen müssen. Mein Rücken bricht gleich ab, also egal wie wir es gedreht haben, er passt da einfach nicht. Die Lehnen sind dann tatsächlich zu breit. Ich komme zwar oben mit der oben durch, aber unten ist einfach zu breit für den schmalen Durchgang. Hey, ich wollte jetzt hier noch ein bisschen arbeiten. Darf ich auf meinen Stuhl? Sag mal, du Süße, darf ich auf meinen Stuhl? Was soll diese angespannte Pfote hier? Ich musste jetzt leider runter, Leni. Ich muss jetzt für die Zuschauer noch ein Video fertig machen. 10 Uhr. Ich habe mir jetzt hier mein Abendbrot fertig gemacht. Ich habe ja nur heute Mittag die Pommes und den Hamburger gegessen und bei der Arbeit ein ganz kleines Stück Brot. Und darum muss ich das jetzt essen, weil sonst passt das von den Kalorien her nicht. Ich habe mir jetzt hier eine Banane, einen Apfel und eine Birne gemacht und zusätzlich noch so ein paar Haferflocken, weil ich habe so einen Hunger. Also ich habe richtig ein Loch im Magen. Aber es nützt ja jetzt nichts. Das muss jetzt irgendwie reichen. Ja, gestern bin ich auch mit Hunger ins Bett gegangen, aber ich habe ja heute auf der Waage den Erfolg gesehen. Und zur Motivation gucke ich eine Folge Dickes Deutschland, beziehungsweise Leni und ich gucken das. Jetzt lasse ich mir das schmecken. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen hoch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!